Die Meisterfeier ist der handwerkspolitische Höhepunkt. Er zeigt die Zukunft des Handwerks mit den jungen Meisterinnen und Meistern und er sendet die Botschaften an die Politik, die notwendig sind, damit dieses starke Handwerk sich auch positiv in die Zukunft entwickeln kann. Wir werden heute 343 Meisterinnen und Meister ehren, die in 29 Gewerken letzten Endes ihre Meisterprüfung abgelegt haben. Die Attraktivität, selbstständig zu sein, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, muss in den Fokus geraten. Wir brauchen junge Menschen, die mit Leidenschaft und Freude an die Arbeit gehen und damit auch sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse schaffen. Aber dazu muss es attraktiv sein, es muss Spaß machen. Und da haben wir bei der Bürokratie und bei der Abgaben, bei den Steuern noch eine ganze Menge zu tun. Die Meister erwartet ein interessantes Programm. Wir werden eine Mischung haben aus politischen Botschaften und guter Unterhaltung. Unser Ministerpräsident wird hier vor Ort sein. Es werden Vertreter der sächsischen Staatsregierung anwesend sein. Es werden Abgeordnete sein. Es wird ein Großteil der Gesellschaft aus dem Freistaat Sachsen heute unter den Ehrengästen sein. Und alle sind gekommen, um diese Meisterinnen und Meister zu feiern. Mit dem Meistertitel hat man die Voraussetzung, einen Handwerksbetrieb zu führen, selbst Betriebsinhaber zu werden, einen Betrieb zu übernehmen oder man hat auch die Chance, als Führungskraft in einem anderen Bereich der mittelständischen Wirtschaft tätig zu werden. Am schönsten fand ich halt wirklich, dass so viele verschiedene Gewerke einfach anwesend waren und so viele wirklich nach dem Meister anstreben und vielleicht dann auch wieder was Eigenes machen, das Handwerk wieder stark wird und das auch lange noch so bleibt, hoffentlich. Ich fand es sehr, sehr würdevoll, sehr ehrenhaft. Ich habe gestaunt, was hier aufgefahren wurde, um die heutigen Meister so zu ehren. Der Ablauf war spannend, es war witzig, war echt stimmig. Das war einfach schön. Es gibt etwas ganz Besonderes, nämlich die Handwerksfamilie. Wir sind füreinander da. Es gibt viele Gründe, mit Mut Zuversicht auszustrahlen. Das ist auch etwas, was man als Handwerker der Gesellschaft geben kann.